Hallo, heute möchte ich noch einmal über die HTC One M8 Kamera sprechen. Ich weiß nicht, ob das schon die Runde gemacht hat, aber die Kamera funktioniert besser, wenn man die Sprache des Handys, also die Systemsprache, auf Englisch umstellt. Ich habe das bei meinem Handy mal gemacht und wenn ihr im normalen Automodus seid, dann macht sich das nicht bemerkbar, aber wenn man in den manuellen Modus geht, dann kann man den Unterschied feststellen, weil die manuellen Einstellungsmöglichkeiten jetzt alle korrekt funktionieren. Wenn das Handy auf deutsche Sprache eingestellt ist, dann funktioniert der manuelle Modus halt nicht korrekt. Man kann nicht das einstellen, was man möchte. Deshalb der kleine Tipp, stellt mal auf Englisch um und dann geht das. Ich hoffe, dass mit dem nächsten Update das gefixt wird. Und ja, ich glaube, viele Leute haben das schon bei HTC gemeldet und ich hoffe mal einfach mal das Beste. Was kann ich jetzt im manuellen Modus machen? Also erstmal habe ich hier alles auf Auto stehen. Ich tippe jetzt hier eine Stelle an und die Kamera stellt auf diesen Punkt alles ein. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Himmel antippe, weil der heller ist als der Boden, dann wird das Bild halt dunkel. Und ich möchte das aber jetzt halt nicht und kann dann selber hier einstellen, was ich möchte und nehme heute zum Beispiel ISO 100. Der ISO sollte immer so niedrig wie möglich sein, wenn es das Licht zulässt, also den ISO immer nur dann anheben, wenn man mit der Belichtungszeit nicht mehr weiterkommt. Und ihr seht, wenn ich hier Belichtungszeit ein 250stel einstelle, dann habe ich hier schon alles sehr hell. Selbst bei einem 500stel ist es schon sehr hell, so dass der Himmel total ausgebrannt ist. Deshalb macht man ja auch eine Belichtungsreihe von mehreren Bildern. Man macht also solche hellen Bilder und dunkle Bilder, um halt die Struktur in den Wolken auch zu erfassen, um das dann in einem HDR zu vereinen. Das Handy hat auch einen HDR-Modus, aber eine manuell durchgeführte Belichtungsreihe führt erfahrungsgemäß zu viel besseren Ergebnissen. Okay, um jetzt noch einmal hier den manuellen Modus zu demonstrieren, stelle ich nochmal auf ein 500stel und habe hier noch die Möglichkeit, den Weißabgleich durchzuführen. Der ist jetzt auf Automatik. Ich kann aber, wenn ich möchte, hier eine Farbtemperatur einstellen, die mir eben halt besser gefällt. Das ist dann auch ein bisschen kreativitäts- und geschmacksabhängig. Wenn ich jetzt halt so nah wie möglich an die Realität möchte, dann darf ich einen Ton oder muss ich einen Ton wählen, der nicht zu warm und nicht zu kalt ist, wobei es abends, nachmittags, spätabends die Farbtemperaturen eher wärmer sind und halt morgens etwas kühler. Das wäre dann halt morgens und gegen Abend werden die Farbtemperaturen wärmer. Das hängt auch mit dem Winkel der Sonne zusammen, wie das Licht auf die Erde trifft. Und man kann es natürlich übertreiben. Das sieht dann so aus, als ob die Sättigung hochgedreht wird. In Wirklichkeit ist einfach nur die Farbtemperatur geringfügig zu hoch. Ihr seht das auch am Fensterrahmen. Der wirkt jetzt nicht mehr richtig weiß. Wenn ich also wieder etwas runterdrehe, dann sieht das schon viel besser aus. Was noch eine Besonderheit ist an dieser Kamera, ist, ich kann den Fokus manuell stufenlos regeln. Ich kann also jetzt zum Beispiel die Regentropfen auf der Scheibe scharf stellen oder halt auf die Bäume am Horizont. Für noch nähere Objekte kann ich dann hier in den Nahmodus gehen oder Makromodus, obwohl die Naheinstellgrenze bei Handys immer noch so hoch ist, dass man da eigentlich nicht von Makro sprechen kann. Aber es ist eine tolle Sache, dass man hier den Fokus halt manuell regeln kann. Ich kann jetzt darauf scharf stellen und exakt scharf stellen auf das, was ich möchte. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesen kleinen Tipps helfen und euch das hier etwas näher bringen.
Wenn ihr da ein bisschen übt und auch mit der Farbtemperatur ein bisschen spielt, dann werdet ihr feststellen, dass ihr schnell bessere Bilder macht als mit dem Automatikmodus. Besonders weil der Automatikmodus den ISO immer nach oben zieht. Warum tut er das? Der Automatikmodus versucht, die Belichtungszeit so kurz wie möglich zu halten. Also hier diesen Schieberegler so weit wie möglich nach oben. Denn eine kurze Belichtungszeit garantiert nicht immer, aber sehr oft auch verwackelungsfreie und scharfe Bilder. Wenn ich jetzt zum Beispiel den ISO hier mal auf 400 stelle, dann kann ich mit der Belichtungszeit extrem hoch gehen. Ein Achttausendstel. Und ich habe trotzdem ein relativ helles Bild, sage ich mal, und habe dadurch natürlich ein scharfes Bild. Aber je höher ich den ISO drehe, desto mehr Rauschen füge ich dem Bild hinzu, weil der ISO die Signale des Sensors verstärkt und somit auch das Rauschen verstärkt. Deswegen sage ich immer, man soll tagsüber halt den ISO so weit unten lassen wie möglich und die Belichtungszeit manuell so einstellen, dass man immer noch scharfe Bilder macht, aber halt, wie gesagt, mit niedrigem ISO und somit wenig Rauschen. Ich kann ja zum Beispiel, wenn ich sehr, sehr unruhige Hände habe, kann ich eine Belichtungszeit von einem 50stel einstellen und dann den ISO, dann wenn es jetzt dunkel ist, den ISO dann so hochdrehen, dass das Bild halt meinem gewünschten Ergebnis entspricht. Und wenn ich aber zum Beispiel in der Situation bin, dass ich den ISO 1600 benutzen muss, also den maximalen ISO, um ein scharfes Bild hinzukriegen, dann macht man lieber ein verrauschtes Bild, anstatt ein Bild mit niedrigerem ISO, das aber dann unscharf ist. Also ihr müsst immer abwägen, in welcher Situation ihr was macht. Wenn ihr zum Beispiel stehende Objekte wie Gebäude oder Leute fotografiert, die ganz ruhig stehen, zum Beispiel um extra ein Foto zu machen, dann solltet ihr ein Stativ zur Hand nehmen. Und dann könnt ihr den ISO runterregeln, die Belichtungszeit erhöhen und werdet somit ein scharfes Bild bekommen, was wenig Rauschen enthält. Das sind so ein paar kleine Tipps. Bei den meisten Handys kann man solche Sachen wie jetzt hier bei dem HTC gar nicht einstellen, weil es den manuellen Modus nicht gibt. Aber ich finde, HTC geht hier den richtigen Weg und ich hoffe, dass die das beibehalten und noch verfeinern und noch mehr Möglichkeiten einbauen. So kann man auf jeden Fall viel bessere Bilder machen. Ich denke, eine Belichtungsreihe, eine automatische Belichtungsreihe wäre noch eine feine Sache. Aber gut, da müssen wir mal schauen, was die Zukunft und die Updates so mit sich bringen. Okay, ich wünsche euch viel Spaß beim Fotografieren. Tschüss, bis zum nächsten Mal.